Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt's wieder eine Schnipselparty, also jede Menge kleine kurze Telefonate, die leider nicht für ein komplettes eigenes Video gereicht haben, aber doch ziemlich aufschlussreich sind, was wir da so genau für Menschen am Telefon haben. Tja, ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen einzelnen Telefonschnipseln. Guten Abend. Guten Abend, spreche ich mit Herr Sigmund? Tja, irgendwie wollte der aber scheinbar nicht mit dem Herrn Sigmund sprechen, denn der nette Kollege hier auf der anderen Seite hat einfach aufgelegt und direkt das Gespräch beendet, obwohl er eigentlich was von mir wollte. Weiß ich nicht, vielleicht hat ihm der Nachname Schimmeldöner ein kleines bisschen verwirrt. Könnte möglich sein, weiß ich nicht. Machen wir mal weiter. Spreche ich mit Herrn Ulrich? Ja? Ja. Richtig? Stimme. Herr Ulrich, ich heiße Lisa Schwarzki, bin Kontomanagerin Vertreter Libra-Pros. Schaue, dass Sie sich, glaube gestern bei uns registriert haben, am vollautomatisierten Programm Bitcoin Trader, ja? Okay? Herr Ulrich. Hallo? Ja. Also ihr könnt euch noch inaktiv, wie ich sehe. Ich würde gerne dabei technisch unterstützen. Verstehen wir unter diesem Begriff, ja, miteinander, Herr Ulrich? Ja. Warum höre ich meine Stimme zurück? Weiß ich doch nicht. Ach, vielleicht Lautsprecher haben Sie gestellt, ja? Herr Ulrich. Hallo? Ja. Okay. Also, Sie wissen, dass Sie gestern bei uns registriert haben, Herr Ulrich. Das Konto ist noch inaktiv. Ich hätte gern E-Mail überprüft, worauf ich Ihnen Zugangsdaten mit Bestätigung schicke. Das ist ella.ulrich@gmail.com, richtig? Weiß ich nicht. Ja, und so schnell kann man dann so ein Gespräch auch schon beenden. Nur weil man da die Antwort auf die Frage von der netten Dame nicht weiß. Interessant. Naja, aber so kriegt man so ein Gespräch auf jeden Fall dann schnell zu Ende. Hallo? Kuckuck. Hallo? Ja? Spreche ich mit Herrn Hartmut? Das ist ja mein Vorname. Ja. Sind Sie Herr Hartmut, ja? Nee. Und wie heißen Sie? Na, Herr Schimmeldöner. Mit wem spreche ich? Wie heißen Sie? Habe ich doch gerade gesagt. Und wie heißen Sie? Antworten Sie bitte, wie heißen Sie? Mit wem spreche ich? Na, das habe ich Ihnen erstens schon geantwortet und jetzt sind Sie dran. Sie rufen schließlich mich an. Wie heißen Sie denn? Wirklich? Haben Sie mir geantwortet, ja? Ja. Okay, dann machen Sie das noch einmal. Ich habe Sie jetzt nach Ihrem Namen gefragt. Bitte, wie heißen Sie? Ich habe Sie nach Ihrem Namen gefragt. Können Sie nicht antworten, oder was? Sagen Sie bitte noch einmal, wie heißen Sie? Hallo, ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Würden Sie die bitte nicht ignorieren? Mit wem spreche ich da? Von welcher Firma aus rufen Sie mich an? Herr Hartmut. Ich möchte jetzt von Ihnen meine Frage beantwortet haben. Von welcher Firma aus rufen Sie an und wie heißen Sie? Mit wem spreche ich? Das habe ich Sie gefragt. Herr Hartmut? Die Frage habe ich Ihnen mehrfach beantwortet. Hartmut sprechen. Die Frage habe ich Ihnen bereits mehrfach beantwortet. Es gibt keinen Herr Hartmut, das ist mein Vorname. Und so möchte ich von Ihnen nicht angesprochen werden. Und jetzt möchte ich gefälligst Ihren Namen wissen und von welcher Firma aus Sie anrufen. Okay, wie soll ich Sie nennen? Sagen Sie mir Ihren Namen bitte. Und den Firmennamen, wie heißt Ihre Firma? Oder können Sie das nicht? Sind Sie dafür zu unintelligent? Na, dem Anschein nach ist sie dafür zu unintelligent, denn sie hat weiter nicht mehr geantwortet und einfach das Gespräch abgewürgt und aufgelegt. Genauso stellt man sich das von einer professionellen Fachberaterin auch vor. No? Die legt einfach auf, antwortet nicht, wie sie heißt und von welcher Firma aus sie anruft. Genauso stellt man sich Gespräche mit seiner Hausbank vor. Tja, was will man dazu eigentlich noch großartig sagen? Immer wieder das Gleiche mit den Betrügern. Sobald man Fragen stellt, können die eigentlich gar nicht, weil letztendlich sind sie auch einfach der deutschen Sprache überhaupt nicht mächtig. Und das macht das Ganze eigentlich überhaupt so, ja, gruselig, hirnrissig und weiß ich nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich finde es einfach immer nur wieder erschütternd, dass da Menschen drauf reinfallen, auf diesen absoluten Blödsinn. Das ergibt nicht mal im Ansatz und nicht mal, wenn man will, irgendwie Sinn, was die da einem erzählen. Aber gut, sollen sie so weitermachen. Hier in dem Fall war das Gespräch, Gott sei Dank, ziemlich schnell zu Ende.
Meine Sorge ist nur immer, dass man, naja, eben nicht so viele Fragen stellt und einfach nur zuhört und mitmacht. Dann ist man natürlich ganz schnell seine Kohle los. Mhm. Hallo, guten Tag. Hallo, können Sie mich hören? Ja. Ich spreche gerade mit dem Herrn Lutz Voldemort. Vom Apparat, ja. Okay, ich bin Markus Kaik, habe ich Ihnen angerufen wegen Ihrem Handelskonto. Aha. Können Sie mich hören? Ja. Es geht wegen Ihrem Handelskonto, deswegen habe ich Ihnen angerufen. Ja, das sagten Sie ja bereits. Wie bitte? Ich sagte, das sagten Sie bereits. Habe ich nicht verstanden. Ja, das sagten Sie doch bereits. Was ist denn? Also, haben Sie Zeit jetzt, damit ich Ihnen informieren kann über Ihrem Handelskonto, Herr? Ja, dann machen Sie doch was. Aber Sie sagen doch nichts. Darf ich Ihnen fragen, benutzen Sie Computer, damit ich Ihnen alles praktisch erklären kann? Ich habe einen Computer, ja. Okay, Sie arbeiten durch Anydesk oder TeamViewer? Nichts mit beidem. Können Sie das Anydesk runterladen? Nee. Warum nicht? Weil Sie nichts auf meinem Computer zu suchen haben. Also, es geht wegen der Rückzahlung, Herr. Ja, was denn für eine Rückzahlung? Wo Sie haben investiert. Über Bitcoin. Aha. Wo habe ich denn investiert? Über Bitcoin. Ja, und wo? Bei Coinbase. Bei Coinbase. Und wann habe ich da investiert? Also, vermischen Sie Ihrem Kapital oder nicht? Ja, aber ich habe doch eine Frage gestellt. Wann habe ich denn da investiert? Für 2 Monaten. Aha. Sind Sie sich da sicher? Also, ich bin hier nur Ihnen zu helfen für die Rückzahlung. Das glaube ich nicht. Warum nicht? Ja, weil Sie ja gar nichts beantworten können. Wie ich habe Ihnen gesagt, es geht wegen der Rückzahlung. Und es ist Ihre Entscheidung, ob Sie mir glauben oder nicht. Naja, dass ich Ihnen nicht glaube, liegt ja auf der Hand. Ja, aber dass ich Ihnen nicht glaube, liegt ja auf der Hand. Ich habe noch nie irgendwo Geld eingezahlt. Okay, in Ordnung. Hier steht eine Kapital über Ihren Namen, deswegen habe ich Ihnen angerufen. Ja, ist Betrug. Okay. Ja, schön, dass wir das geklärt haben, dass das Betrug ist und schön, dass der Betrüger dann einfach auflegt. So macht man das halt als Betrüger, wir kennen es ja nicht anders. Machen die Betrüger ja allzu gern. Einfach auflegen, wenn sie nicht weiter wissen, die Antwort dazu nicht wissen oder merken, dass der Kunde sowieso nicht einzahlen wird bei denen im Betrügerunternehmen. Oh Mann, einfach nur Wahnsinn. Und die rufen immer und immer und immer wieder an. Das Schlimme ist, die haben damit Erfolg, so wie die sich da am Telefon verhalten. Guten Tag, Herr Trevor, Martha Koch am Apparat. Ich melde mich wegen Ihres Bitcoin-Handelskontos. Ach, mein Neck ist mein Name, nicht und Trevor. Das ist mein Vorname. Ja, okay, Entschuldigung. Herr Ochmanek, also ich melde mich wegen Ihres Handelskontos und ich bin hier weiter zum Helfen. Aha. Haben Sie Erfahrung mit Bitcoin? Nö. Sie haben keine Erfahrung. Genau. Also, Sie haben 2 Möglichkeiten zum Handeln, automatisch oder mit einem Roboter. Oder mit einem Roboter oder mit einem Broker. Aha. Und Sie sind YouTuber, oder? Nee. Und Sie? Nee. Tschüss. Ja, manchmal kann das sein, dass die mich vielleicht schon an der Stimme erkennen, wenn nicht am Datensatz. Vielleicht hat das auch irgendwie schon im Computer erkannt, wen sie da anruft und wusste das eigentlich schon vorher. Dann frage ich mich, wieso sie angerufen hat, aber naja, witzig, dass denen das immer wieder auffällt, dann YouTuber am Telefon sein könnte. Ich frage mich, welche eurer Hausbanken die gleiche Frage stellen könnte. Richtig, höchstwahrscheinlich gar keine, weil da einfach keine YouTuber am Telefon sind. Weil warum auch? Da gibt's ja keinen Betrug. Also, tja, hat man eben mit solchen Leuten auch nichts zu tun, ne? Ja? Hallo, guten Tag. Spreche ich gerne mit Herrn Voldemort? Ja, zum Apparat. Ich grüße Sie. Michel heiße ich. Ich bin Frau Sar, die Kundenberater von der Handelsplattform Bitmund24. Herr Voldemort? Ja. Ich melde mich bei Ihnen,
Frau, Sie haben ein Handelskonto eröffnet bei uns. Es geht direkt um den Finanzmarkt. Also, dann muss ich mal direkt das Moment aber auf eine Seite packen, dass ich Sie besser höre. So, jetzt können Sie nochmal. Wie gesagt, ich rufe Sie an vom Bitmoon24, die Handelsplattform. Ja. Wegen Ihrer Anmeldung bei uns? Also, Sie sind die 24. Plattform. Gibt noch 23 andere, oder wie? Wie bitte? Nein, nein, das ist die Name. Weil Sie sagten, Sie rufen von der 24. Plattform an. Ja, das ist die Name von der Plattform. Ach so, ich dachte, das ist irgendwie so eine Durchzählung und Sie sind jetzt irgendwie die 24. die es probiert oder so. Nein. Kurze Frage, haben Sie bis jetzt Erfahrung am Finanzmarkt oder überhaupt keine? Nee, gar nicht. Da kann ich noch so richtig schön verdattelt werden. Die System ist vollständig automatisiert, Herr Rodemont. Ja. Und wir werden Sie einem Finanzexperten zuweisen, richtig Experten am Finanzmarkt. Er ist Ihnen zu helfen und zeigt Ihnen alles. Vertrauen Sie mir, hat mehr als 15 Jahre Erfahrung am Finanzmarkt. Okay. Ihr Experte ruft Ihnen ein- oder zweimal pro Woche an. Also deswegen, Sie brauchen keine Erfahrung am Bereich zu haben bei uns. Der Mindestbetrag momentan ist 250 amerikanische Dollar. Das sind genau 230 Euro. Okay, das ist schnuckelig. Die Startkapital? Ja. Haben Sie ein richtig Finanzziel oder Sie möchten die System am ersten testen mit dem Mindestbetrag? Was ist denn da besser? Also wenn Sie haben keine Erfahrung, startieren Sie mit dem Mindestbetrag, probieren Sie, wie läuft. Wenn gefällt Ihnen, Sie können mit Ihrem Experten über alles sprechen. Ja. Okay. Und natürlich, Sie können mehr investieren, wenn gefällt Ihnen. Okay. Am ersten zwei Wochen jetzt, unser Ziel ist, Ihr Geld zu verdoppeln. Kurze Frage, Herr Wodemont, muss ich Ihr Alter bestätigen? Wie alt sind Sie? Ich bin 29. Okay. Und ist Ihr Beruf tätig? Ja. Und, darf ich fragen, in welcher Branche arbeiten Sie? Was ist Ihr Beruf, etwas mit Finanzen zu tun? Na, also hauptberuflich teste ich Toilettenspülung, ob die noch funktionieren. Also ich fahre da zu den Leuten und drücke mal das Knöpfchen und gucke, ob Wasser läuft. Wie bitte? Ich sage, ich fahre zu den Leuten und drücke mal das Knöpfchen und gucke, ob Wasser läuft. Ach, habe ich so kurz nicht verstanden. In welcher Branche? Na, der Toilettenspülung. Putzen? Nee, Toilettenspülung. Putzen nicht. Okay. Und was machen Sie genau? Mal Toilettenspülung testen. Jo. Moment, bleiben Sie eine Sekunde mit mir am Apparat. Ja, kann ich machen. Danke. Herr Wodemont, momentan wir haben keine freien Plätze. Entschuldigung, vielen Dank für Ihr Interesse. Meine ich für heute. Deswegen können wir nicht Ihr Account aktivieren, weil wir haben keine freien Plätze mehr. Das ist ja eine interessante Lüge. So einen Quatsch habe ich aber auch noch nicht gehört. Wie bitte? Meinen Sie? Warum belügst du mich? Wie bitte? Warum du mich belügst? Herr Wodemont, über was Sie sprechen? Ja, warum du mich belügen? Bitte ein bisschen serious. Was für ein Ding? Verstehen Sie mich? Nee. Können wir nicht Ihren Account aktivieren momentan, weil warum? Wir haben keine freien Plätze mehr. Ja, das ist ja eine Lüge. Das ist ja Quatsch, dann hättest du ja gar nicht erst angerufen. Das ist ja komplett dämlich. Ich rufe dich sofort zurück, wenn wir haben Plätze noch. Ja, das ist ja Quatsch, das ist vielen ja komplett Dank für blöd. Ihr Interesse. Ja, du bist eine Betrügerin. Illegal. Ja, du bist eine illegale Betrügerin, eine Kriminelle, die die Leute verarschen will und um ihr Geld betrügt. Das bist du. Wie bitte? Ja. Machen Sie Spaß mit mir, oder? Nee, gar nicht. Ich meine das ernst. Du bist kriminell. Ich sollte mal ins Gefängnis einsperren. Warum denken Sie so? Naja, weil du die Leute verarschst. Oh Mann. Und das Schlimme ist, dass die Leute selber immer noch von ihrem Job da überzeugt sind. Naja, also es gibt ja Betrüger, die wissen, dass sie betrügen. Und es gibt einfach Betrüger, die wissen es nicht. Die denken und glauben, dass das, was sie da tun, irgendwie ja gut ist und dass sie den Menschen helfen. Naja, aber dass ihr von dem Geld nachher nichts habt. Aber schon alleine, was sie da alles schon wieder von sich gegeben hat, einfach nur absoluter Wahnsinn. Die erzählen euch hier, dass, ja, es ist für Anfänger, es ist ja super und man muss da keine Ahnung haben. Leute, wenn man auf dem Finanzmarkt investieren möchte und man hat da keine Ahnung von dem, was man da tut,
dann sollte man das definitiv lassen und nicht auf dem Finanzmarkt investieren. Denn, naja, die Börse ist hochspekulativ. Und hier reden wir ja immer von CFD-Trading, also die Geschichte, die eben nur bei Brokerfirmen stattfindet und nicht direkt am Finanzmarkt. Also man kopiert nur den Finanzmarkt und handelt bei denen in der Firma auf einem kopierten Finanzmarkt, also nicht auf dem echten. Naja, und wenn man da den Geldhahn abschneidet, dann ist das Geld halt einfach weg. Ja, aber die Betrüger, die interessiert es natürlich nicht, weil die wollen ja gerade euer Geld haben. Einen Lohn zu bekommen? Wussten Sie, dass in den letzten 4 Monaten aufgrund des Krieges gestiegen sind? Autokaperung, Lebensmittelpreise, Ticketpreise sowie alle anderen Dienstleistungen, die wir täglich nutzen. Aber die Gehälter sind nur um 3-5% gestiegen. Möchten Sie versuchen, ein zweites Einkommen zu haben, das 10 Minuten am Tag von zu Hause arbeiten? Es ist einfach, nur das Internetverbindung zu brauchen, ein Handy oder PC. Wenn Sie jetzt den 250 € Willkommen-Bonus nutzen und Ihr Konto aktivieren möchten, drücken Sie bitte die 1. Wenn Sie Informationen darüber wünschen, wie Sie kleine Investitionen in die Finanzmärkte von Amazon, Bitcoin, Facebook DAX tätigen können, Deutsche Bank. Tesla, drücken 2. Also ich habe die 2 gedrückt. Geht aber keiner ran. Mal gucken, ob da noch was passiert. Also das fällt auf jeden Fall wieder in die Kategorie ultra merkwürdig. Dann geht da nicht mal einer ran. Wie wollen denn die Leute bescheißen? Mal ganz von der Grammatik von einem Automaten abgesehen. Ist ja grauenvoll. Hallo? Ja. Hallo? Ja. Schönen guten Tag, Dr. Nikola Storch am Apparat. Ja, bitte? Ja. So, haben Sie 1 oder 2 gedruckt? Das sehen Sie doch nicht, oder was? Ja, normalerweise bei mir so steht, dass Sie haben 2 gedruckt, richtig? Ja. Richtig. Können Sie mich hören, hallo? Ja, ich kann Sie hören. Okay, gut. So, haben Sie Erfahrung bei Online-Investitionen? Ne. Keine Sorgen, so. Darf ich Ihnen ein bisschen mehr erzählen über diesen Bereich? Ne. Ne. So, haben Sie Interesse dazu oder nicht? Nee. Okay, aber warum haben Sie 1 oder 2 gedruckt? Weil ich euch Betrüger so ein bisschen beschäftigen wollte. Bitte? Weil ich euch Betrüger ein bisschen beschäftigen wollte. Wer ist Betrüger? Doch. Einen Moment. Wer ist Betrüger? Na ihr? Ich habe nicht verstanden. Na ihr seid der Betrüger. Betrügerladen. Na, wieso? Warum? Ja. Weil ihr die Leute abzockt. Warum ist eine gute Frage, ja. Warum zockten ihr die Leute ab? Warum bescheißen ihr die Leute? Darf ich Ihnen fragen, warum meinen Sie, dass ich bin Betrüger zum Beispiel? Ja, weil ihr Betrüger seid. Ihr verarscht die Leute. Ihr klaut denen das Geld. Bitte, darf ich Ihnen fragen, sprechen Sie von Ihrer Vergangenheit, Ihrer Erfahrung oder was? Nee, ich spreche von Ihnen, Sie sind kriminell. Hören Sie mich? Ja, ich kann Sie gut und... Bitte beleidigen Sie nicht mehr. Doch, okay. Ihr seid Betrüger, ihr seid Kriminelle. Wenn Sie kein Interesse haben, ganz einfach aufschlägen Sie. Nee, ihr seid Betrüger und ich will eure Zeit verplempern. Kann ich Ihnen eine kleine Geheimnis erzählen? Ja, dann los. Ja, einen Moment erzähle ich Ihnen jetzt. Was? Wo ist jetzt das Geheimnis? Ist ja los. So, ja, hallo? Ja. Hm. Was denn? So, es ist eine so ehrliche Frage. Meinen Sie, dass ich bin Betrüger? Wo ist denn jetzt das Geheimnis? Haben Sie Erfahrung bei diesem Bereich oder nicht? Wo ist denn jetzt das Geheimnis, was du verraten wolltest?
Ah, die Geheimnis. Ja, die Geheimnis ist, dass gestern am Abend ich habe deine Schwester gefickt. Ach so, das kann sein, ja. Mhm. Na, da haben wir aber mal wieder eine ganz neue Masche. Da ruft also einen Telefonautomat an, der euch erstmal verlutscht und euch irgendeinen Blödsinn erzählt. Also, naja, eigentlich das Skript vorliest in genau der falschen Grammatik, wie es die Betrüger tun. Naja, und damit sparen die sich Arbeitskräfte. Am Ende drückt der potenzielle dumme Kunde auf den Knopf und lässt sich durchstellen. Da geht dann erstmal keiner ran, da, weil man kann sich ja da Zeit lassen. Also im Grunde genommen klingelt dann bei dem das Telefon, wenn ich da irgendeine Zahl gedrückt habe. Vor allem ist schon wieder witzig, fragt er mich nach 1 oder 2. Mhm. Wozu haben die denn den Automaten? Und wozu soll das da alles so professionell sein, wenn sie es dann doch nicht sind? Ich blick das nicht. Also manche Betrüger sind einfach ultra seltsam. Das ergibt doch nicht mal im Ansatz Sinn, was die da versuchen. Und, tja, das ist schon automatischer Beschiss, ne? Also die machen sich das tatsächlich schon einfach. Weil hier die Kunden aussortiert werden, die, naja, mit dem Betrüger erstmal eine Weile diskutieren würden, bis der Kunde dann nichts kauft, weil er es gecheckt hat. Und hier wird das alles schon übersprungen. Ja, also braucht man natürlich auch nicht mehr so viel Personal. Ist schon irgendwie interessant, was die da so alles in den Callcentern auffahren, um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, hallo? Ja, hallo, Kruse ist mein Name. Herr Steiner, ich habe hier eine Anmeldung für eine Online-Investition vorliegen. Haben Sie denn gerade Zeit? Warum sind denn Sie so leise? Oh, das weiß ich auch nicht. So besser? Nee. Nee. Aber trotzdem zu hören? Hallo? Ja, und dann war sie ganz schnell weg, aber die nette Dame hat direkt nochmal angerufen. Jo. Ja. Könnt ihr mich jetzt besser hören? Jetzt höre ich was, ja, hallo. Ah, sehr gut. Ich habe jetzt mal den PC gewechselt. Es geht um eine Anmeldung für eine Online-Investition. Mhm. Haben Sie denn schon mal online investiert? Ja. Mit welchem Erfolg? Positiv. Das ist sehr gut zu hören. Und sind Sie aktuell noch am Traden? Nö. Warum nicht? Wenn es gut gelaufen ist? Weil Traden hochspekulativ ist, aber ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich getradet habe. Ich habe nur online investiert. Also, na gut. Habe ich von mir aus drauf geschlossen. Hätten Sie denn Interesse? Nee. Warum nicht? Gerade jetzt ist eigentlich sehr günstig, denn im Prinzip fällt alles. Ja gut, das spielt ja keine Rolle, aber Traden ist trotzdem hochspekulativ. Ja, wir spekulieren, das ist richtig. Aber man kann das Risiko halt auch immer minimieren, ne? Beim Traden kann man kein Risiko minimieren. Doch, kann man. Nee. Indem man die richtigen Signale hat und die auch gut umsetzen kann. Ja, und dann kannst du es trotzdem ändern, dann ist die Kohle trotzdem weg. Ja. Das kann keiner garantieren. Es gibt keine hundertprozentige Garantie, dass ich meine Kohle nicht verliere. Das ist richtig. Ja. 80% aller Kleinstanleger verlieren. Richtig. Ne, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber es ist ja auch so, man kann ja auch sichere Trades machen, ne? Nee, sichere Trades gibt's nicht. Doch. Nee. Indem man vorsichtig tradet. Man kann so viel vorsichtig traden, wie man will. Wenn das die falsche Aktie oder die falsche Option war, ist die Kohle weg. Wenn man alles gleich investiert, ja. Aber das würden wir ja nicht machen. Man investiert ja bei jedem Traden immer nur einen kleinen Prozentsatz. Ja, dann lohnt sich ja nicht. Das ist richtig. Da müsste man dann schon mehr. Das würde dann auch eigentlich mit 250 Euro, um sich kennenzulernen, ne? Ja, damit brauchen wir ja nicht anfangen auf dem Handelsmarkt, das ist ja Quatsch. Ich sage ja extra, das ist nur, um sich kennenzulernen, wie der Broker ist, wie die Plattform ist, wie sie arbeiten. Ja, aber dazu brauche ich ja kein Geld, um die Firma kennenzulernen. Wie wollen Sie denn sonst wissen, wie wir arbeiten? Ja, indem ich mich über die Lizenzen und alle Anmeldungen von der Firma informiere und dann gucke, ob die Firma seriös ist. Da stecke ich ja kein Geld rein zum Testen, das ist ja Quatsch. Das ist ja komplett hirnrissig. Ich spiele doch nicht mit meinem Geld zum Testen, um zu gucken, ob sie gut sind. Wieso nicht? Man muss doch dämlich, da kann ich mein Geld nehmen oder aus dem Fenster schmeißen, kommt das Gleiche drauf hinaus.
Naja, nicht ganz. Na doch schon. So wird das nicht sehen. Na gut, Sie haben da also kein Interesse. Ja, nicht an sowas. Ja. Gut, dann war's auch schon. Aha. Dann bedanke ich mich trotzdem ganz herzlich fürs Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Aha. Na dann. Eieieiei. Also so eine nette alte Dame da am Telefon, da mache ich mir ja wieder Sorgen, wie viel Umsatz die so macht. Weil, naja, sie war ja mehr oder weniger höflich, freundlich und hat ja versucht, nett zu erklären. Ich glaube sogar, dass die nicht so richtig weiß, was sie da macht. Die wird einfach nur im Callcenter sitzen, irgendeinen Job durchziehen und, naja, weil ist halt so, ne? Aber das Problem an der Geschichte ist, die wollen an euer Geld, um dann damit was auch immer zu tun. Dass dann nicht mit getradet wird, ist, glaube ich, klar. Die Kohle ist am Ende weg. Aber die war auch ziemlich deutsch. Also, da stellt sich natürlich dann auch die Frage, war das aus einem deutschen Callcenter? Ich meine, gut, das kann man ja aufgrund der Internettelefonie alles nicht mehr so einfach feststellen. Von wo aus die Leute anrufen und von wo aus die euch bescheißen. Das ist ja tatsächlich das Problem. Aber, naja, so eine alte, nette Dame, die erstmal recht freundlich am Telefon klingt, auch wenn sie da so technische Probleme hat und nicht ganz mit ihrem Equipment klarkommt, aber unterm Strich, mache ich mir hier Sorgen über die Erfolgsquote, weil die wird Erfolg haben. Das ist tatsächlich das Schlimme, weil die klingt ja erstmal freundlich und nett. Aber am Ende, tja, hat sie euch auch nur beschissen, ob sie das jetzt selber weiß und ja, euch in dem Wissen bescheißt, das kann ich euch nicht sagen. Aber eins ist klar, es war irgendwo dann doch das gleiche Skript wie bei allen anderen Betrügern. Mal davon abgesehen, hatte die nette Dame auch keine Erlaubnis, hier einfach so anzurufen. Machen wir mal weiter. Hallo? Ja, was denn? Hallo, guten Tag. Hallo? Hallo? Hört ihr mich? Hallo? Miau? Ja, da hatten wir mal einen Anrufer dran, der, weiß ich nicht, irgendwelche tierischen Vorlieben hat oder so. Auf jeden Fall ein komisches Gespräch. Ja, dass das wieder eins von den Betrüger-Callcentern sein muss, das kann man, glaube ich, raushören, ohne dass der großartig irgendwas vorstellen musste. Einfach nur Wahnsinn. Ich weiß nicht, was sie damit bezwecken wollen, mit solchen blödsinnigen Calls, aber gut, wenn sie der Meinung sind, dass sie das machen müssen und ihre Zeit damit selber verschwenden, naja, dann helfen sie und unterstützen uns ja bei der Arbeit hier auf dem Kanal. Tja, möglichst die Zeit der Betrüger stehlen und jede Menge Zeit verplempern. Ich habe euch noch ein Gespräch mitgebracht, was auch ein kleines bisschen, naja, es ist, sagen wir mal, es ist interessant. Hallo, schönen guten Tag, Laura Steins. Mein Name spricht mit Herrn Gerold Steiner. Vielleicht. Herr Steiner, Sie haben sich am 29.08.2021 beim Mein brandneues Smartphone online beteiligt und dadurch haben Sie Reisen in Wert von 798 Euro erzielt. Das möchten wir Ihnen in den nächsten Tagen zukommen lassen. Mhm. Sie heißen Gerold Steiner, wohnen in Braunschweiger Straße 77, Postleitzahl 12055 in Berlin. Sie sind geboren am 17.07.1992. Ihre E-Mail lautet geroldsteiner@mdccfon.de. Sind die Daten aktuell, Herr Steiner? Ja. Und zusätzlich bekommen Sie aufgrund der zurzeit herrschenden Corona-Situation in Deutschland noch eine schöne Karte gratis dazu und dann muss ich das Abo selber bezahlen. Mhm. Nee, wir machen kein Abo. Nee, kein Abo? Also, nein, kein Abo. Aber wenn es sich automatisch verlängert, nennt man das Abo. Also Sie haben ein Reisen in Wert von 798 Euro erzielt. Das möchten wir Ihnen in den nächsten Tagen zukommen lassen. Das ist kein Abo. Aha. Und zusätzlich bekommen Sie aufgrund der zurzeit herrschenden Corona-Situation in Deutschland zum Zweck einer moralischen Unterstützung eine Mastercard Gold von Advanced Bank,
die total unverbindlich und kostenlos ist, mit einem Startguthaben von 25 Euro geschenkt. Nach Erhalt der Karte müssen Sie dies nur einmal zur Zahlung einsetzen, dann erhalten Sie 25 Euro im folgenden Monat automatisch auf das Konto. Die Karte ist zinsfrei und dauerhaft ohne zusätzliche Gebühren. Ich trage für Sie die Mastercard Gold ein. In den nächsten Tagen bekommen Sie dazu von unserem Partner Salanti GmbH eine Bestätigungs-E-Mail für den Kartenantrag. Ist das okay für Sie? Wie oft müssen Sie Ihnen am Tag den Quatsch vorlesen? Naja, und dann anstatt zu antworten auf die Frage, die der Kunde gestellt hat, legt man dann einfach auf. Kann man so machen, muss man aber nicht. Dass das Betrug ist, hat sie, glaube ich, dadurch alleine schon bewiesen. Weil welches seriöse Unternehmen legt dann einfach auf, wenn man eine Frage stellt? Ich meine, so unverschämt war die Frage ja gar nicht. Weil letztendlich das ganze Skript, was sie da vorgelesen hat, ist nichts anderes außer Dreck. Denn, naja, die will euch hier eine Mastercard schenken, neben diesem tollen Corona-Bonus-Bums, was auch immer. Dass das nur absoluter Blödsinn sein kann, ich glaube, das muss man nicht erklären. Aber der absolut größte Witz ist ja, sie sagt, man kriegt hier aufgrund der moralischen Unterstützung eine Mastercard. Was hat denn das mit moralischer Unterstützung zu tun? Kann mir das mal irgendjemand erklären? So, dass ich es auch verstehe? Schreibt's mal gerne in die Kommentare. Aber wirklich, einfach nur Wahnsinn. Also, ich frage mich immer, wie oft wir das Thema Corona noch ausschlachten wollen für irgendwelche Verkaufszwecke. Es ist einfach nur noch ekelhaft. Es ist nur noch nervig. Überall Corona hier, Corona da, diesen ganzen Bums-Scheiß. Ja. Und dann solche Leute noch am Telefon, die dann nochmal ein bisschen nerven und das ganze Thema auslutschen wollen. So richtig schön durchlutschen, das weiß ich nicht. Tja, vor allem weiß ich nicht, warum als moralische Unterstützung, wofür denn? Wegen der Verschuldung? Soll ich mich noch ein bisschen verschulden? Das ist ja das Ende des Liedes, wenn ich eine Kreditkarte habe. Man verschuldet sich ja mit einer Kreditkarte. Von daher ist eine Kreditkarte so oder so nichts Gutes. Also selbst wenn man sie braucht oder sie für gut empfindet, eine Kreditkarte ist nie irgendwas Gutes. Eine Kreditkarte kostet immer Geld. Tja, aber hier wird das Ganze verkauft als, ja, weiß ich nicht, kostenlos. Und ich würde 25% Bonus bekommen, aber ich habe das echt mit der moralischen Unterstützung nicht verstanden. Wozu steht denn das dann im Skript drin? Ich meine, klar, wahrscheinlich nur, damit der Kunde dann darauf, weiß ich nicht, einen Aufhänger hat und sich freut und denkt so, ach, danke schön, dass ich eine Kreditkarte geschenkt bekomme, die ich selbst bezahlen darf. Und einen wertlosen Gutschein. Tja, und der wertlose Gutschein, tja, der dient eigentlich nur dazu, damit man diese Kreditkarte hier verkaufen kann. Denn warum sollte man bei irgendjemanden anrufen und eine moralische Unterstützung für was auch immer leisten? Also aus welchem Grund ruft euch irgendjemand an und will euch was schenken? Ja, nur Wahnsinn. Ich hoffe, dass euch das Video wieder gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ansonsten würde ich mich natürlich jederzeit darüber freuen, wenn ihr mich unterstützt und den Kanal einfach empfehlt an eure Verwandten, Bekannte, Freunde und wer da sonst noch so alles übrig ist. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Hier seht ihr jetzt noch eine kleine Playlist, wo ihr euch noch andere lustige Videos anschauen könnt, die auf jeden Fall zur Unterhaltung und zur Aufklärung dienen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!